Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute kommt ein wunderschönes Anime-Opening-Quiz der deutschen Animes. Deutsche Anime-Openings, you know. Ihr habt gesehen, hier ist noch eine Figur, die ist sogar echt. Und zwar der gute Skylo, der tritt heute gegen mich an. Wir machen zwei Teile draus, im ersten, den seht ihr hier und den anderen seht ihr bei Ihnen auf dem Kanal. Schaut unbedingt mal rüber. Und ich würde sagen, wir legen los. Richtig errät bekommt einen Punkt oder wer falsch errät, dann bekommt der Gegner einen Punkt. Ansonsten, am Ende gibt es eine Bestrafung. Bei 5 Punkten ist das Ganze vorbei. Und ich würde sagen, wir starten. Hajime mal Show, los geht's! Kreisnet! Ran, Mann! Oh Mann, Punkt 1. Als ob! Also kenn ich schon, aber ich weiß nicht mehr. Naja. Mädchen wie wir? Bestimmt irgendein Volleyball-Ding. Diese, nee. Okay. Die singen am Anfang den Namen des Animes 10-mal hintereinander. Ey. Pretty Cure, Pretty Cure, Pretty Cure. Boah, Alter, das ist echt krass, okay. Schau, die Kamikaze-Diebin! Also Skylo, du hast dir Deutsch gewünscht, du kriegst Deutsch. Ich nehm die Ordnung der Pokémon-Meister. Okay, Runde 4. Es steht aktuell 2-0. Okay. Digimon! Digimon! Da war Digimon welche Staffel? Welches Digimon ist schon wichtig? Boah, keine Ahnung. Also verschiedene. Ja, ja, ich weiß, aber warte mal, wer hat einen Träumen? Ich lasse es hier noch auf. Die Staffel. Das kenne ich irgendwo. Warte. Du hast jetzt 5 Sekunden zu sagen, welche Staffel es ist. Wenn du es nicht schaffst, kann er sagen. Der Punkt wird dadurch entschieden. 5. 4. 3. Zweite Staffel. Heißt wie? Boah, keine Ahnung. Zweite Rang würde mir reichen. Das ist richtig? Da steht Digimon Tamers. Ja, glaub, das ist die dritte. Ach, fuck! Hey, nein! Die dritte ist. Nee, das ist nicht die dritte. Die erste kommt die normale. Das ist die Adventure. 02. Dann die 02, genau. Und dann gibt es noch. Tamers. Echt? Nein, da kommt doch das, wo die sich. Fuck. Also, somit haben wir einen Punktstand von 3-0. Als ob. Doremi! Was? 4-0 für Baumi. Können wir bitte 6-0? Wir können bis zu 6 Punkte machen. Also, bis 6 Punkte. Nächste, ja, nächste Runde bis 6 Punkte ein, okay. Sailor Moon! Okay, ich lasse den Punkt. Ich lasse den Punkt. Ich lasse den Punkt doch. 3-1. 2-1. 4. Ich verkacke richtig, was ist das? Hä, wieso? Er hat es doch vor mir gesagt, oder? Es war eigentlich gleichzeitig, aber du hast 4 Punkte bis dahin schon gehabt. Okay. Somit 4-1 von dir aus, weil du ihm den okay. Punkt Dank schenkst. Okay, nächste Runde. Nächste Runde. Detektiv Conan. Detektiv Conan. Conan. Kreis nicht. Was? Ja, ist es. Aber ich dachte, das weißt du, du bist aus Digimon und Detektiv Conan. Detektiv Conan. Detektiv Conan. Das ist was? Das ist der Anime! 4-2! 4-2, okay, weiter geht's. Inuyasha! Nee, doch. Doch, ist Inuyasha. Oh Gott! Das hatten wir noch. Ja! Das hatten wir ungefähr vor 20 Minuten im Auto. Ja, toll! Okay. 5-2. Matchpoint Baumi. Oder willst du noch um 7 Punkte wetten? Nein, noch 6, verstehst du. Das ist Yu-Gi-Oh! Stimmt! Oh mein Gott! 6-2 für Baumi! Ja, dann würde ich mal sagen, du hast verloren und kriegst jetzt mal deine Bestrafung, ne? Oh Junge! Wir haben ja gesagt, der Verlierer bekommt eine Bestrafung und deswegen, Skylo, du wirst ab jetzt bestraft und kriegst eins auf die Backen. Und ich sage jetzt mal, nicht mein Auge, nein, ich bin sehr gut im Umgang mit künstlichen Schwertern. Deswegen, ja, tu mal die Arme runter, tu mal die Arme runter. Deswegen, abonniert Skylo! Junge! Das war jetzt doch gar nicht mal so hart. Ich hab schon reingehauen. Bist du K.O.? Bist du.
Ihr seht dann Teil 2 bei Skylo auf dem Kanal, im nächsten Cartoon- und Kinderserien-Openings. Und da seht ihr ihn dann mit roten Strichen am Hals. Und schaut rüber. Ansonsten, ich bedanke mich bei dir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich ihm warnen? Soll ich ihm die Hand geben? Soll ich ihm seinen Penis? Ja. Okay. Auf jeden Fall schaut mit rüber und wir sehen uns. Sayonara!